Berühmte Piraten, davon gab es einige. Sir Francis Drake, Blackbeard, Störtebeker, um nur einige zu nennen. Bei den politischen Piraten fällt es deutlich schwerer, Namen aufzurufen, wie den von Cornelia Otto. Erst vor einem halben Jahr haben die Berliner Piraten die gebürtige Hamburgerin zur Spitzenkandidatin gewählt. Mit ihr wollen sie erstmals den Sprung in den Bundestag schaffen. Bislang aber liegt die Partei bei allen Umfragen exakt da, wo sie 2009 landete, weit unterhalb der 5%-Marke. Klar zum Scheitern oder bereit zur Wende? Beim Kurs im Wahlkampf gibt sie die Kommandos. Die Spitzenkandidatin packt mit an, Cornelia Otto beim Plakate aufhängen in Lichtenberg. In der heißen Wahlkampfphase muss der politische Gegner Platz machen, denn die Piraten wollen, entgegen aller Prognosen, doch noch über die 5%-Marke steigen. Wir haben tatsächlich den meisten Zuspruch bei den Menschen unter 40 und über 60. Und wir haben auch sehr viele ältere Menschen, die sich bei uns engagieren. Und insofern, wir sind nicht nur die Partei der jungen Netzaffinen. Die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen wollen die Piraten mit neuen Plakaten ansprechen. Die sind aber noch nicht fertig. Die Hoffnung liegt auf den Wechselwählern. 40% der Wahlberechtigten seien noch unentschlossen, sagt der Bundesvorsitzende und kontert kritische Journalistenfragen. Sie werden mir meine positive Stimmung nicht nehmen. Am 22. September werden wir sehen, wer Recht behält. Nach meinen jetzigen Prognosen wird es für die Piratenpartei mit 6% reichen. Da müsste nach den Erhebungen der Meinungsforschungsinstitute allerdings immens viel passieren. Schaut man auf die Ergebnisse der Sonntagsfrage von Infratest DIMAP, ist eine Trendwende derzeit nicht in Sicht. Von 4 Prozentpunkten 2011 legte die Partei rasant auf 11 Punkte zu, dann der Absturz. Aktuell liegen die Piraten bei 2%. Cornelia Otto, die mit den Themen Arbeit und Soziales in den Bundestag einziehen möchte, ist vorsichtiger als ihr Bundesvorsitzender, hält knappe 5% für erreichbar. Sollte das aber nicht reichen am 22. September, was wird dann aus Ihnen? Aus mir? Keine Ahnung. An ihren Studienabschluss denkt sie derzeit nicht. Jetzt bringt sie erstmal ihren ersten Bundestagswahlkampf zu Ende.